Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Modelleisenbahners. Neue Ausgabe nun ja. Ich sollte heute nicht übertreiben. Diese Ausgabe ist vom September 1976. Die ist also sogar ein bisschen älter, als ich es bin. Also nichts ganz neu. Aber sie enthält einen Artikel, den ich persönlich wirklich richtig toll finde. Und ihr seht auch gleich, warum. Die Zeitschrift ist natürlich, sagen wir, im Groben so aufgebaut wie alle anderen, die wir schon gesehen haben. Ich habe ja schon zwei vorgestellt und auch hier könnt ihr wieder linker Hand entsprechend so ein bisschen Übersicht sehen. Aber hier rechte Hand, da ist ein Artikel, den finde ich besonders toll. In diesem Artikel geht es um eine Brücke und den würde ich euch eigentlich ganz gerne mal ein bisschen im Detail vorstellen. Die hat nämlich etwas richtig Einzigartiges und für alle Modellbahnfreunde unter uns hat diese Brücke interessante Implikationen. Also, wenn ihr Lust habt, lehnt euch zurück. Heute gibt es nicht das ganze Heft, sondern ganz gezielt diese eine Brücke. Also, eine bemerkenswerte Brücke. Ein Artikel von Gerhard Satzer aus Dresden. Herrn Satzer fiel beim Lesen eines vorherigen Heftes, nämlich genau genommen Heft Nummer 3 aus dem Jahr 1975, ein Satz auf. Es ging in dem Artikel um die Bahnstrecke im Gottläubertal. Und da steht so drin, gleich hinter Neuendorf überbrücken wir wieder die Gottläuber und bezwingen. Nun ja, dann geht der Satz weiter. Und beim Lesen dieses Satzes fiel dem Autor auf, dass das Gottläubertal an dieser Stelle ein unglaublich interessantes Brückenbauwerk enthält. Nämlich eine Eisenbahnbrücke, wie sie sonst so, nun ja, nicht wirklich irgendwo nochmal gibt. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt gab. Was ist das Highlight? Also, es gab früher dort eine andere Brücke. 1975 gab es aber ein Hochwasser und die Gottläuber hat im Prinzip die alte Brücke weggespült. Man hat dann 5 Jahre gebraucht, um eine neue Brücke zu bauen. Und nein, nicht einfach, weil man so wahnsinnig langsam war, sondern weil im Prinzip der gesamte Konstruktionsprozess unglaublich lange gedauert hat, weil die Gegend, nun ja, es ist dort schwer, eine passende Brücke zu konstruieren. Und Herr Satzer beschreibt oder vielmehr beschrieb in diesem Artikel wunderbar, warum. Durch die Enge des Tals liegen Bach, Eisenbahnstrecke und Landstraße im Talgrund dicht beieinander. Eine Krümmung des Tals machte die Trassierung der Eisenbahnstrecke mit einem Radius von 180 Metern erforderlich. Und gerade im Bereich dieses engen Gleisbogens war die Strecke über den in gleiche Richtung gekrümmten Bach zu überführen. Bei der ursprünglichen Ausführung der Brücke hatte man eine Vollwandträgerkonstruktion mit tiefer liegender offener Fahrbahn gewählt, damit diese Brücke mit möglichst geringer Spannweite ausgeführt werden konnte, wurde der Lauf der Gottläuber S-bogenförmig verändert. Die scharfen Krümmungen dieses Bogens waren dann auch die Ursache für die Zerstörung der Brücke durch das Hochwasser. Nun ist natürlich jedem von uns klar, okay, wenn das die Ursache ist, können wir das Ganze nicht so lassen und einfach wieder genauso aufbauen. Und genauso ist man da auch rangegangen. Was galt? Beim Wiederaufbau konnte an der Trassierung der Eisenbahnstrecke nichts verändert werden. Die Gottläuber wurde nach den Gesichtspunkten eines ungestörten Wasserabflusses reguliert. Das ergab im Bereich der Überführung der Eisenbahnstrecke ein zwischen Ufermauern gefasstes Bachbett mit 10 Metern Sohlenbreite und 200 Metern Krümmungsradius.
Der Schnittwinkel der Tangenten im Kreuzungspunkt der Gleisachse mit der Bachbettachse beträgt etwa 21,2 Grad. Das klingt doch nach einer wirklich faszinierenden Situation. Wo war nun das Problem? Nun, man hat jetzt, wie der Autor es beschreibt, verschiedene Möglichkeiten durchprobiert. Der Projektant der beschriebenen Brücke untersuchte zunächst die Anwendung einer geraden Stahlbrücke. Das Ergebnis war eine Fachwerkträgerbrücke von 60 bis 65 Metern Stützbreite und 9 Metern Systembreite. Selbst die Anpassung des Bauwerkgrundrisses an den Kreuzungswinkel in Gestalt eines Parallelogramms ergab immer noch eine Fachwerkträgerbrücke mit 50 Metern Stützweite und 7,5 Metern Systembreite. Die Hauptträger wären 6 Meter hoch auszuführen gewesen. Beide Lösungen sind nach architektonischen Gesichtspunkten aber völlig unbefriedigend. Die schiefwinklige Variante enthält außerdem noch Mängel in der Statik. Danach prüfte man eine andere Variante, bei der Spannbeton eingesetzt werden sollte. Das Ergebnis war, die hochwassergefährdete Gottleuber hätte auf einer Länge von 40 bis 45 Metern unter querliegenden Platten hindurchfließen müssen. Bei dieser Untertunnelung ist eine Verstopfung durch Treibgut nur schwer zu beseitigen. Außerdem konnte mit Spannbeton die geforderte Bauhöhe nicht eingehalten werden, was eine Hebung des Gleises erforderlich gemacht hätte. Die einzige Möglichkeit, Stahlüberbauten mit geringen Querschnittsabmessungen bei Einhaltung der geforderten Bauhöhe anwenden zu können, war die drastische Kürzung der Spannweite durch Unterteilung in Felder. Dem stand jedoch entgegen, dass die Wasserwirtschaft der Errichtung eines schlanken Stahlbetonpfeilers nicht zustimmen konnte. Bei querliegenden Traversen als Zwischenstützpunkte konnte infolge der Spannweite der Traversen von Ufer zu Ufer die Bauhöhe ebenfalls nicht niedrig genug gehalten werden. Das führte dann schließlich zu der Wahl der ausgeführten Aufhängung verkürzter Traversen an Portalrahmen. Wie Bild 3 zeigt, wurde die Brückenlänge in drei Felder unterteilt. Diese Felder sind als gerade Hohlkastenträger ausgeführt und besitzen den im Bild 4 dargestellten Querschnitt. Ihre Länge beträgt jeweils 13,5 Meter. Auf der Brücke ist das Gleis schwellenlos verlegt. Zur Befestigung der Schienen wurden entsprechende Grundplatten direkt auf die neben dem Mittelträger liegenden Flächen aufgeschweißt. Die Geländer sind als selbsttragende Konstruktion so ausgeführt, dass sie über die Spannweite von 13,5 Metern sich selbst und die halbe Last der aufgelegten Gehwegplatten zu tragen imstande sind. Die Zwischenstützpunkte sind als Traversen ausgeführt, die sich auf der einen Seite auf Fundamente am Ufer abstützen und auf der anderen Seite an asymmetrischen Portalrahmen aufgehangen sind. Die Felder der Brücke liegen auf besonderen Konsolen an den Traversen gelenkig auf. Die Portalrahmen sind zwischen Gelenken, die auf Fundamenten an beiden Ufern befestigt sind, eingespannt. Zur Erhöhung der Stabilität der Portale sind die Stiele A-förmig aufgespalten ausgeführt. Die gesamte Konstruktion der Zwischenstützpunkte ist deutlich aus Bild 5 erkennbar. Außerdem wurde zur Verdeutlichung das Konstruktionsprinzip in Bild 6 nochmals dargestellt. Ich finde, das klingt nicht nur total faszinierend, sondern seien wir doch mal ehrlich, also das sieht doch auch total cool aus.
so eine Brücke. Und der Autor weist an dieser Stelle noch auf eine Besonderheit hin, denn es ist natürlich nicht nur das Original, was so faszinierend ist. Lasst mich einfach mal noch mal weiterlesen. Die kritische und eingehende Untersuchung von Sonderlösungen beim Vorbild hat für uns als Modelleisenbahner erst dann einen Sinn, wenn es uns gelingt, diese zu nutzen, um Kompromisse bei der Modelleisenbahn zu überwinden. Ein ganz wesentlicher Kompromiss ist die unmaßstäbliche Verkleinerung der Gleisradien. Außerdem zwingt oftmals der knapp bemessene Platz auf der Anlage zur Anordnung von Brücken im Gleisbogen und dabei zu Zugeständnissen an die Modelltreue. Wenn es da einmal erforderlich sein sollte, ein gekrümmtes Gleis über einen anderen Verkehrsweg, in Klammern anderes Gleis oder Straße, oder über einen Wasserlauf schiefwinklig hinwegzuführen, und lässt der senkrechte Abstand nur eine kleine Bauhöhe zu, dann können wir uns mit dem beschriebenen Konstruktionsprinzip unter Berufung auf das Vorbild im Gottläubertal durchaus behelfen. Der überführte Verkehrsweg oder Bach müssen dabei nicht unbedingt wie beim Vorbild ebenfalls gekrümmt sein, aber damit die Lösung glaubhaft wirkt, im Einschnitt verlaufen. Wäre das obenliegende Gleis auf einem Damm angeordnet, müssten die Traversen aufgestelzt werden. Die konstruktive Ausführung wäre dann die Abstützung der Felder der Brücke auf Portalrahmen, die beiderseits des unteren Verkehrswegs gelagert werden. In der Zeichnung auf Seite 259 ist in Nenngröße H0 für eine niveaufreie Kreuzung von zwei Gleisen mit einem Gleisradius von R gleich 380 mm, von denen eins in einem Einschnitt verläuft, ein Ausführungsbeispiel dargestellt. Der Abstand der Mittelpunkte der Gleisradien wurde mit 200 mm angenommen. Das ergibt einen Schnittwinkel der Tangenten im Kreuzungspunkt der Gleisachsen von ungefähr 30 Grad. Aus der Zeichnung kann entnommen werden, wie bei der Konstruktion einer dem beschriebenen Vorbild entsprechenden Brücke vorzugehen ist. Die Ausführung der erforderlichen Einzelteile ist, sofern diese nicht aus der Beschreibung und aus den Bildern ersichtlich ist, angedeutet. Ja, ihr seht, manchmal kann man auch als Modellbahner aus der Realität so richtig gute Anleihen machen und auch für, sagen wir, schräge Konstruktionen noch Begründungen finden. Ja, das ist das, was mich halt fasziniert, dass wir manchmal Vorbilder haben, die unglaublich hilfreich sind, wenn wir sie ins Modell übertragen wollen. Man muss sich nicht immer irgendetwas aus den Fingern halt saugen. Der Rest des Heftes war natürlich für mich, als ich dann alt genug war, diese Hefte zu lesen, auch durchaus interessant. Da gibt es zum Beispiel einen weiteren Artikel der Serie wie Warte, pflege und repariere ich meine Modellbahn, Triebfahrzeuge und natürlich das elektromagnetische Zubehör. Und, wenn ich mich recht erinnere, auf der nächsten Doppelseite, ja, genau hier rechte Hand. Da gibt es auch einen total tollen Artikel, nämlich die Bahnsteige auf Modellbahnanlagen. Der Autor ist, so hoffe ich doch, für zumindest die Modellbahnfreunde unter euch, die schon lange dabei sind, kein Unbekannter. Günther Fromm hat den geschrieben. Für mich, wie gesagt, eine total faszinierende Sache und ich gebe zu, dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen. Ich schaue persönlich ja, wenn ich bei euch die Fahrvideos schaue, unglaublich gerne diese Szenen in Bahnhöfen. Und mich fasziniert, wie jeder ganz persönlich seine Bahnsteige umsetzt.
Ja, da passt dieser Artikel natürlich 100%. Neben vielen interessanten weiteren Artikeln haben wir natürlich auch hier wieder zum einen die Wissen Sie schon Kategorie und zum anderen auf der rechten Seite das Logfoto des Monats. Ich habe euch dieses Mal natürlich jetzt nicht alles gezeigt. Hier ist noch mehr drin. Aber ich glaube, gerade dieser eine Artikel zu der Brücke, den fand ich jetzt persönlich so interessant, dass ich ihn einfach mal mit euch teilen wollte, weil ich finde, das ist eigentlich immer ein großes Thema auf der Modellbahn. Wer nicht wirklich ganz flach baut, wird irgendwo Brücken drin haben und die sind manchmal schwierig zu gestalten. Also ich habe schon Konstruktionen gesehen, die haben mir so richtig, richtig gut gefallen, aber auch Konstruktionen, wo ich gesagt habe, naja, das sieht so ein bisschen gewollt aus. Und ich gebe zu, bei mir im Koffer, ja, das ist halt keine wirkliche Brücke, die ich gebaut habe. Aber ich habe ja da auch nur so ein Mini-Flüsschen. Ich glaube, wenn ich da jetzt eine echte Brücke mit ganz Konstruktion etc. hingesetzt hätte, das wäre einfach totaler Irrsinn gewesen. Zumal die Gleise im Koffer bei mir, wer sich erinnert, ja eine Bettung mitbringen. Und das wäre nie und nimmer was Sinnvolles geworden. Aber gerade bei größeren Anlagen gibt es richtig schön gemachte Sachen. Damit verabschiede ich mich dann aber für heute von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und ich hoffe, ihr fandet meine Idee, nicht das ganze Heft, sondern wirklich einen Artikel daraus vorzustellen, auch gut. Denn genau das würde ich nämlich in Zukunft gerne weitermachen, nicht jedes Mal das gesamte Heft durchblättern. Ja, vielleicht finde ich noch ein, zwei Hefte, die insgesamt einfach vorgestellt werden wollen. Aber ansonsten, eigentlich hat jedes Heft mindestens einen Artikel, wo ich das Gefühl habe, oh, den kann man sich eigentlich auch näher anschauen. Und genau das würde ich in der Zukunft dann auch gerne machen, wenn ich weitere Hefte vorstelle, mal konkrete Artikel raussuchen. Damit aber, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und Zuhören und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!